Tja, dann hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Friedhof. Also, Carla hat in der letzten Runde irgendwas gesagt, dass Tiffany hier beigesetzt werden sollte. Ich meine, man hat Lukas und Tiffany da runterfallen sehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass beide tot sind. Also, Lukas sowieso nicht, das kann ja nicht sein. Lukas sollte schon irgendwie überlebt haben, aber was ist mit Tiffany? Gucken wir mal nach. Vielleicht kann ich ja erstmal zum Grab laufen von... Ich weiß ja zufällig, dass hier das Grab von den Eltern von Lukas ist. Vielleicht kann sie hier was... Ja, John und Mary Kane, aber das scheint sie nicht erwähnen zu können. Ich dachte, vielleicht sieht sie die Gräber und sagt dazu irgendwas. Weil wir waren ja als Lukas erst hier. Lass mich raten, ich soll wahrscheinlich zu dem Grab mit den Rosen drauf. Ja, ich sehe sie. Das Foto. Sie war ein guter Mensch. Sie hatte mit all dem nichts zu tun. Sie haben Nerven, Herr Kane. Mich anzurufen und ein Treffen zu vereinbaren, wo Ihnen jeder Bulle auf der Spur ist. Ich bin perplex. Ihre Untersuchung enthält viel zu viele Grauzonen, als dass Sie die offizielle Version glauben würden. Sie sind hier, weil Sie hoffen, von mir Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Wie seltsam. Sein Atem erzeugt keinen Dampf, als sei er von vornherein kalt. Ja und? Wer ist dann der Mörder? Ich weiß nicht, wie er heißt. Das weiß vielleicht überhaupt kein lebendes Wesen. Alles, was ich weiß, ist, dass er ein Maya-Orakel ist, der die Fähigkeit hat, jede Erinnerung bei denen auszulöschen, die ihn gesehen haben. Das Orakel arbeitet nicht allein, oder? Er ist Teil eines Geheimclans, der nur die Mächtigsten der Mächtigen vereint. Ihre Macht kennt keine Grenzen, und sie werden alles tun, um das Indigo-Kind zu finden. Ist es der orangene Clan? Sie kennen ihn schon? Ich besuchte einen der Mörder in einer Anstalt. Er erzählte mir davon. Das ist alles kaum zu glauben. Aber seine Geschichte ist stimmig und passt zu dem, was ich inzwischen weiß. Woher wissen Sie das alles? Ich weiß es eben. Die Frage lautet nicht, ob das, was ich sage, wahr oder falsch ist. Sie lautet, werden Sie mir helfen? Helfen? Wieso Ihnen helfen? Aus dem gleichen Grund, aus dem Sie heute hierher kamen, ohne Alarm zu schlagen. Weil Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Denn wenn wir nicht sofort was unternehmen, wird die Kälte den gesamten Planeten überziehen und uns mit ihm. Selbst wenn Sie recht hätten, was können wir schon tun? Niemand wird uns das glauben. Und wenn das Orakel all diese Kräfte besitzt, wie sollen wir es dann aufhalten? Indem wir das Indigo-Kind vor ihm finden und in Sicherheit bringen. Wissen Sie, wo sie ist? Noch nicht. Aber sicher bald. Ich kann durch die Augen des Orakels seine Visionen sehen und werde wissen, wo sie ist. Das ist doch total verrückt. Ich kann kaum glauben, dass ich hier sitze und mit einem mutmaßlichen Mörder, nachdem das ganze Land fahndet, über die Rettung der Welt rede. Die Wahl liegt ganz allein bei Ihnen. Sie können mich festnehmen oder aber mir vertrauen und helfen, das Kind zu retten. Entscheiden Sie sich aber schnell, denn die Zeit wird knapp. Was soll ich bloß tun? Wenn er lügt, leiste ich einem Mörder Hilfe und lande im Gefängnis. Aber wenn er die Wahrheit sagt, muss ich ihm helfen. Sie sind also entweder verrückt oder sowas wie ein Held. Keins von beiden. Ich war nur im falschen Moment am falschen Ort. Seine Hand. Eiskalt. So, so, so. Wie Carla noch gesagt hat, ich glaube es gar nicht, dass ich hier mit einem Mörder sitze. Naja, eigentlich stand sie eher. Trotzdem frage ich mich jetzt noch ein, zwei Dinge. Erstens, warum wird alles immer kälter? Macht der orangene Clan
Ist er dafür verantwortlich, dass alles immer kälter wird und dass hier die ganze Menschheit erfriert? Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was sie mit dem Indigo-Kind treiben. Und warum ist Lukas so kalt? Ist er doch gestorben? Oder hat sich einfach durch sein Koma sein Körper an die Kälte angepasst? Oder ist er bei dem Runterfallen doch gestorben? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, gucken wir uns... Unbekannter Ort klingt interessant. Ich würde aber trotzdem gern wissen, was Carla jetzt treibt. Gucken wir uns zuerst mal Carla an. Fast im ganzen Land ist die Wasser- und Stromversorgung zusammengebrochen. Die Armee wurde beauftragt, Unterschlupf und die notwendigsten Güter bereitzustellen. Aber die Kälte und der Schnee behindern ihre Bewegungsfreiheit. Auch der Flugverkehr ist wegen der Stürme im ganzen Land zusammengebrochen. Die Wissenschaftler können sich diese Kältewelle, die inzwischen den gesamten Planeten betrifft, noch immer nicht vollständig erklären. Die Temperaturen sinken weiterhin weltweit. Die Behörden... Tja, da können wir nichts mehr machen. Jetzt liegt es beim Militär, den Leuten zu helfen. Du solltest ein wenig schlafen. Hast seit 2 Tagen kein Auge mehr zugetan. Dafür muss ich erst wieder warm werden. Mir ist alles abgefroren. Du, Carla, kann ich dich mal ganz offen was fragen? Dann wohl besser jetzt oder nie. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir irgendwas in diesem Kane-Fall. Stimmt's? Ich glaube, du solltest besser nicht darin verwickelt werden, Tyler. Die ganze Geschichte ist viel komplexer, als wir dachten. Sam, was machst du denn hier, Baby? In einer Stunde geht ein Zug nach Florida. Wahrscheinlich für lange Zeit der letzte. Ich werde ihn nehmen, Tyler. Wenn's sein muss, auch ohne dich. Wenn du mich wirklich liebst, gibst du deinen Job auf und kommst mit. Wenn diese Kälte aufhört, fangen wir ein neues Leben an. Ein normales Leben. Du musst dich entscheiden, Tyler. Ich liebe dich auch, Sam. Für nichts in der Welt würde ich dich aufgeben. Tyler, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Ich komme sofort. Naja, der Grund, warum ich auch gerade eben Carla, Tyler nicht die Wahrheit habe sagen lassen, weil ich mir dachte, dass Tyler das Carla sowieso nicht glauben würde. Ich glaube, das geht alles ein bisschen über ihn hinaus. Er ist ganz cool, aber ich glaube nicht, dass er hier noch von großem Nutzen ist. Es klingt zwar fies, aber so ist es. Ich würde sagen, Tyler... Pack deine Sachen und raus mit dir. Carla, ich... Solange du überzeugt bist, das Richtige zu tun, kannst du nicht wirklich daneben liegen. Viel Glück in Florida, Tyler. Es. Jetzt frage ich mich, ob ich gerade eben aufgewacht bin, weil ich einen Fehler gemacht habe. Man hat's gehört, oder? Das hört man immer, wenn ich falsch klicke. Ich wusste es! Da wären wir. Bist du dir deiner Sache sicher? Das Orakel hat das Kind gesehen, genau wie ich. Er wird sie suchen und kann jeden Moment da sein. Ich muss sie finden, bevor er es tut. Warte hier auf mich. Ich beeil mich. Ja, weil ich glaube auch nicht, dass Carla hier eine große Hilfe wäre. Also das Orakel ist Carla ein bisschen überlegen, aber Lukas kriegt es hin. Ich dachte mir, ich warte mal, vielleicht passiert noch irgendwas, so ein letzter Abschiedskuss, aber... Na dann, los geht's. Das ist wohl dann ich dachte, das... Ich muss das Mädchen vor dem Orakel finden. Ja, ja.
St. Thomas Orphanage. Wenn ich jetzt mal raten müsste. Hallo, Schwester. Hallo. Hallo, Sie dürfen da nicht rein. Darf ich anscheinend schon. Ich muss mich beeilen. Das Orakel wird jeden Moment da sein. Ah, Moment, ich hab das Foto gesehen. Moment mal, oh shit. Das ist sie nicht. Kann ich mit dir reden? Nein, das ist sie nicht. Ich weiß. Achso, also kann ich... Okay. Ich hab das Foto drauf. Oh shit. In der Vorhersehung gerade habe ich gerade das Foto an der Wand gesehen. Das Foto da. Sie ist doch aus der Tür dann rausgekommen, oder? Oh nee, da sind mehrere solche Fotos. Oh nee, das sind sie auch nicht. Oh shit. Ah, oh, wo war denn... Ich kann mich noch an das Gemälde erinnern. War es dann vielleicht das hier? Ich muss raten, ich weiß es nicht. Ah, oh, das ist es auch. Vor allem, wie sie alle gar nichts sagen. Da kommt irgend so ein komischer Typ rein, der überall bandagiert ist, Cass weiß und keinen von den Mädels interessiert ist. Wir müssen ganz schön abgehärtet sein. Vielleicht hier... Das ist sie auch nicht. Oder? Nein, so sah sie in meinen Visionen nicht aus. Oh nee, ich versau's auch noch. Vielleicht wäre sie das sogar. Ja, jetzt ist gleich vorbei. Jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich schon wieder Game Over. Und... Jetzt habe ich mir auch nicht gemerkt, welche Tür ich schon gecheckt hatte. Das ist sie auch nicht, oder? Bist du das? Nein. Nee. So sah sie in meinen Visionen nicht aus. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt habe ich nur noch Zeit für eine Tür und ich nehme die gegenüber. Es war irgendein Foto in den Visionen außerhalb, aber ich habe das Foto mir nicht gemerkt. Das ist sie! Das ist sie, 100 Pro, das ist sie. Sie dürfen da nicht rein. Jetzt komm, raus hier. Ich habe dich im Traum gesehen. Du musst mit mir kommen. Wir müssen sofort von hier weg. Und zwar schnell. Völlig teilnahmslos, als wäre sie gar nicht da. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was sie damit machen, was der Orangene Orden damit machen will. Ja, jetzt sieht er mich. Aha, du lebst also noch immer. Ich weiß zwar nicht, wie du das geschafft hast, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Gib mir das Kind. Und ich gewähre dir einen raschen Tod. Wenn du sie zu deinen Gebietern bringst, wird sie dazu herhalten müssen, die Menschheit zu versklaven. Was kümmert dich das? Du wirst tot sein, bevor dies eintritt. Gib mir das Kind. Ich habe keine Zeit für solche Spielchen. Oh shit, Fenster vielleicht? Oh nee, die Tür! Schnell! Das war knapp. Boah, so pff. Wird sie dafür herhalten müssen, die Menschheit zu versklaven? Wie denn? Oh oh, das sieht nach einem Kampf aus. Du musst hier bleiben und rühr dich nicht vom Fleck, okay? Ich komm zurück und hol dich. Hoffentlich.
Puh. Es sah zwar am Ende echt schlimm aus, aber ich habe nur einen einzigen Fehler gemacht. Glaube ich. Oder zwei. Boah. Ich bin anscheinend noch nicht fertig, oder? Oh, nee. Hui, meine Güte. Ich sag doch, das sieht nach einem Kampf aus. Puh. Sie haben das Kind. Agatha. Das Schicksal der Menschheit hängt für die nächsten 10.000 Jahre vom Schicksal dieses Kindes ab. Eine neue Ära voll Friede und Sicherheit. Oder die Herrschaft von Eis, Terror und Tod. Wir haben gut daran getan, sie zu wählen. Sie sind gar nicht Agatha, stimmt's? Ja, so ist es. Die arme Agatha starb in ihrer Wohnung. Sie hat uns ihre äußere Erscheinung geliehen, um mit ihnen kommunizieren zu können. Dieses Kind, warum ist es so wichtig? Zu Anbeginn der Menschheit verkündete ein Prophet, eines Tages würde ein Kind geboren werden, dessen Seele absolut rein sei. Es würde ein Geheimnis enthüllen. Die Antwort auf alle Fragen. Und der, der diese Antwort höre, erlange unbegrenzte Macht. Was ist auf dem Rummelplatz passiert? Nach dem Einsturz der Achterbahn erinnere ich mich an gar nichts mehr. Sie starben ja auch dabei. Wir fanden ihren Körper und belebten sie wieder. Aber in Wahrheit sind sie tot, Lukas. Das kann nicht sein. Ich bin nicht tot. Leben, Tod, nichts als abstrakte Begriffe. Sie gaben ihr Leben, damit die Menschheit überleben kann. Sie sind ein Held, Lukas. Sie mussten uns das Indigo-Kind unbedingt bringen. Und es gelang ihnen. Jetzt können wir es in Sicherheit bringen. Sie haben ihre Aufgabe gut gemacht. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Nein, ich traue Ihnen nicht. Jade bleibt bei mir. Du machst einen großen Fehler, Lukas. Ich werde dich beseitigen müssen. Ein kleines Detail. Als wir dich wiederbelebten, fügten wir deinem Cortex ein Modul hinzu. Da du bereits tot bist, kannst du zwar nicht getötet werden, aber ich kann dich trotzdem vernichten. Ich brauche dich nur berühren und schon wirst du für immer ausgelöscht. Jeglicher Widerstand ist sinnlos. Ich kontrolliere dich bereits. Lukas, schnell! Schnell! Hierher!
Das bedeutet, das Orakel scheint den Typen auch zu kennen. Wer zum Teufel war das? Ach, die Antwort werde ich wahrscheinlich noch kriegen. Haben Sie vielleicht, nachdem Agatha tot war, vielleicht wurde dann ihr Körper von dem Orangenen Orden benutzt? Aber warum dann die Erscheinungsform? Dann müssten doch in dem, als man das Orakel gesehen hat, als in diesem Tribunal drin war mit diesen ganzen Leuten, die sahen nach ganz normalen Leuten eigentlich auch aus. Vielleicht haben auch die irgendwelche Körper übernommen, wie es bei Agatha auch war, ich weiß nicht. Also wer dieser Lichtmann war, keine Ahnung. Aber irgendwie scheint das Orakel den zu kennen. Und jetzt verstecken wir uns wahrscheinlich bei den ganzen Obdachlosen. Da ist jetzt mit Sicherheit auch der Typ, den ich 3000 Mal gesehen habe. Kommst du mit? Kala? Okay. Ah, sie kommt. Zumindest, wenn ich raten müsste, verstecken wir uns jetzt da unten. So ein bisschen geschützt vor der Kälte. Jetzt weiß ich aber, wenn ich jetzt selbst wirklich Lukas wäre, was wäre denn jetzt mein nächster Schritt? Weil ich meine, wir wissen vom Orangenen Orden, wir wissen von... Moment, da unten ist noch eine Karte. Warte mal kurz, Indigo-Kind, ich muss mir die Karte noch schnell holen. Was ist denn dann bitte dann der nächste Schritt? Ich meine, wir können uns jetzt nicht auf die Suche nach dem Typen machen. Der wird nur dann auftauchen, wenn er das will. Warten wir mal ab. Und das ist sie? Sie ist das Indigo-Kind? Sie heißt Jade. Sie spricht nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie uns zunächst erstmal beobachtet. Weißt du, wer dieser Mann ist? Keine Ahnung. Er sagte mir, wir sollten ihm folgen. Und was machen wir jetzt? Was sollen wir schon groß machen? Folgen wir ihm. Ich sehe es schon. Kommende Familie und jetzt haben sie direkt eine Tochter. Ich habe es in Carlas Augen gesehen, als sie das Kind angenommen hat. Markus! Lukas, du bist wohlauf. Markus, wie kommst du hierher? Sie haben mich gesucht und mir alles erklärt, Lukas. Du warst also doch nicht verrückt. Verzeih mir, dass ich dir nicht geglaubt habe. Wie sollte ich wissen, dass du in Wirklichkeit... Dass ich was? Das wird der Mann dir erklären. Ja, der ist mir im Hintergrund schon aufgefallen. Jetzt sag mir mal, warum ich dich... Willkommen im Lager der Unsichtbaren, Lukas. Obdachlose. Setz dich zu uns, ans Feuer. Ja, von mir aus, jetzt erzähl mal. Fang an, ich hör zu. Sie nennen sich selbst die Unsichtbaren? Wir sind alle obdachlos. Obwohl wir in jeder Stadt anzutreffen sind, nimmt niemand von uns Kenntnis. Dadurch sehen wir, ohne gesehen zu werden, und können unsere Mission unbemerkt durchführen. Neben dem orangenen Clan gibt es noch einen, stimmt's? Das Wesen, das Agathas Äußeres annahm, wollte das Kind auch. Wir haben den Lila Clan selbst erst vor kurzem entdeckt. Wir wissen kaum etwas über ihn. Vermutlich haben einige KIs in den 80ern übers Web eine Art Bewusstsein erlangt. Sie wollen das Indigo-Kind, um auf der Erde die vorherrschende Lebensform zu werden. Zuerst die Dinosaurier, dann der Mensch und jetzt die künstliche Intelligenz. Was wissen Sie über das Chroma? Es ist eine ganz natürliche Energiequelle. Wie Schwerkraft oder Magnetismus, nur ist sie unendlich viel stärker. Und diese Kraft ist in dir, Lukas. Doch hast du erst einen winzigen Teil davon entdeckt. Wer steckt hinter dem orangenen Clan? Das weiß niemand genau. Es heißt, es seien fünf. Fünf, die die Welt regieren.
Verwaltung, Polizei, Armee, Finanzen, Medien. Sie kontrollieren alles. Der orangene Clan hat über die Jahrhunderte hinweg ein Imperium aufgebaut, das die gesamte Welt regiert. Was wissen Sie über die Clans? Die Clans existieren seit Tausenden von Jahren. Sie vereinten stets nur die Mächtigsten der Mächtigen in sich, die dann die Prophezeiung einander weitergaben. Sie wollen nur eins: die absolute Macht erlangen, die das Kind verleiht. Was verkündet die Prophezeiung? Sie verkündet die Geburt des Indigo-Kindes. Das Kind wird die Antwort auf alle Fragen kennen. Und derjenige, der seine Nachricht hört, kann sich dadurch unendliche Macht verschaffen. Wird das Kind aber vor Ende des Countdowns nicht angehört, dann wird die Menschheit erlischen. Und was machen wir nun? Wir müssen das Indigo-Kind zu einer Chroma-Quelle bringen. Nur dort verkündet es seine Nachricht und erfüllt die Prophezeiung. Wo finden wir die Chroma-Quelle? Auf unserem Planeten sind nur 3 solcher Quellen bekannt. Die nächstgelegene befindet sich in einer alten Militärbasis namens Wichita. Wichita? Da bin ich geboren. Meine Eltern waren Wissenschaftler, sie arbeiteten für die Regierung. Ach so, das erklärt natürlich so einiges. In den 50er Jahren wurde ein Artefakt entdeckt, das nicht menschlichen Ursprungs war. Wie sich herausstellte, war es eine Chroma-Quelle. Wir müssen das Indigo-Kind schnellstens dorthin bringen, bevor es dahin sieht und stirbt, ohne die Nachricht verkündet zu haben. Wann fahren wir los? In 2 Stunden, sobald euer Fahrzeug fertig ist und wir genug Benzin für euch gefunden haben. Sehr wahrscheinlich werden der orangene Clan und der lila Clan in Wichita schon auf euch warten. Sie schrecken vor nichts zurück, um euch daran zu hindern, das Kind mit dem Artefakt zu vereinen. Wir werden uns um das Kind kümmern und versuchen, es mit etwas Chroma aufzupäppeln. Da hinten im Waggon sind ein paar Matratzen. Ihr solltet euch etwas ausruhen, bevor ihr aufbrecht. Ihr habt eine lange Reise vor euch. Morgen wird für die Menschheit vielleicht der letzte Tag anbrechen. Ich bin todmüde, Carla. Ich befolge Bogarts Rat und leg mich schlafen. Ich kann auch nicht schlafen. Ich schaue mich noch um, bevor ich mich hinleg. Naja, ein bisschen fällt es mir noch schwer zu glauben, woher, oder zu verstehen, woher die das alles wissen. Ich meine, ja, sie können arbeiten, ohne gesehen zu werden. Das hilft ihnen aber jetzt auch nicht unbedingt, an diese ganzen Infos ranzukommen. Okay, mit ihm kann ich nicht reden. Was, Feuer? Hände wärmen wahrscheinlich oder so, oder? Naja, ich denke mal, wir sollten mal Lukas nicht warten lassen. Das ist so typisch Weltuntergangsszenario. Morgen könnten wir alle tot sein, deswegen lassen wir es jetzt nochmal krachen. Wenn ich raten müsste, dann... Komm, wir gehen zu Lukas. Wahrscheinlich kann ich mit Markus noch reden, oder? Nee. Vielleicht würde hier irgendwo noch so eine Karte rumliegen, aber ich sag jetzt mal Hallo zu Lukas. Noch immer wach? Ja, ich bin zu angespannt. Ich kann kaum glauben, dass morgen alles zu Ende sein soll. Felder, Wälder, Städte. Alles soll unter dem Eis verschwinden. Und was ist mit uns? Es wird sein, als hätten wir nie existiert. Als hätte nie etwas Bedeutung gehabt. Hast du Angst zu sterben? Jetzt nicht mehr. Falls wir beide morgen sterben müssen... Sollst du eins wissen? Ich bedauere sehr, dass wir uns unter diesen Bedingungen kennengelernt haben. Vielleicht, wenn alles anders gekommen wäre.
Deine Lippen sind eiskalt. Ich liebe dich, Lukas. Ich wusste es. Ich wusste von Anfang an, die beiden mögen sich. Ich wusste es. Ah. Ich muss hier immer noch sehen, was passiert. Weil als wir das letzte Mal da waren, stand Lukas hier einfach in dem Raum drin und dann war auf einmal Ende. Das heißt... Ich habe ja noch nicht gesehen, was da drin ist. Ich denke, da drin wird die Chroma-Quelle sein, was immer Chroma auch ist. Flüssigkeit oder was auch immer. Ich höre die Eltern draußen reden. Ja, komm, steh auf. Gucken wir mal, was sie haben. Vielleicht kannst du an der Tür lauschen? Nee, du sollst lauschen. Ich verstehe kein Wort. Ja, lauschen, genau. Er wusste, dass die Halle brennen würde, John. Da bin ich sicher. Aber er hat das Feuer trotzdem nicht gelegt. Nein, Mary. Das ist einfach unmöglich. Sieh's doch ein. Niemand kann Sachen sehen, bevor sie eintreten. Dies Artefakt sendet eine Strahlung aus, die uns noch immer unklar ist. Vielleicht bewirkte sie etwas bei Lukas. So ein Blödsinn. Wir haben alle untersucht, die jeder mit in Berührung kam. Und niemand wies was Besonderes auf. Und außerdem, wenn es am Artefakt läge, wären wir alle bestrahlt und hätten irgendwelche Fähigkeiten. Mit einem Unterschied. Ich war mit Lukas schwanger, als ich zuerst dorthin ging. Lukas wurde von dem Artefakt bestrahlt, als er noch in meinem Bauch war. Das ist doch lächerlich, Mary. Mir reicht's. Ich geh erst mal raus, bis du dich abgeregt hast. Lukas? Was machst du da? Lukas? Lukas! Ja, hier wird's wahrscheinlich enden, wenn ich raten müsste. Da, guck an! Jetzt weiß ich auch, woher Lukas die Kraft hatte. Ich dachte, als er drin war in dieser Militärbasis, ist er mit dem Chroma in Berührung gekommen. Aber anscheinend ist das schon früher passiert. Da ist die Halle. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Sie sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Jade ist bewusstlos. Sie hält nicht mehr lange durch. Die Zeit wird knapp. Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll? Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich möchte dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Sei vorsichtig. Ich brauche dich. Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Er wird dich beschützen. Ja, es ist aber besser so. Sie hat keine Chance gegen weder das Orakel noch den Lila-Clan noch sonst irgendwas so weh. Da geht's ja direkt los. Jetzt tut das Spiel noch so, als wäre niemand da, aber eine Minute später und es geht los. Wobei die Szene könnte auch vielleicht sein, dass sie sich jetzt zum letzten Mal gesehen haben. Aber der Einzige, der mich doch jetzt töten kann, ist doch der vom Lila-Clan, oder nicht? Das heißt, eigentlich müsste Lukas doch jetzt keine Angst mehr haben vor dem Orakel. Das heißt, auf normale Weise kann ich nicht mehr sterben, aber ich denke, das Orakel wird es trotzdem noch können. Kann es jetzt mal aufhören? Ich kann gleich nicht mehr klicken, Gott sei Dank. Zumindest nach dem, was mir der Typ vom Lila-Clan gesagt hat, hätte ich jetzt mal gedacht, naja, nur noch die können mich töten. Ich bin mal gespannt.
Das heißt, jetzt kann ich das erkunden, was Lukas als Kind gesehen hat. Da ist sie, die Quelle. Das dachte ich mir. Auf die Plätze, oder? Lass mich raten. Ich bin vorbereitet. 2000 Jahre. Seit 2000 Jahren warte ich auf diesen Moment. Den Moment, in dem mir das Geheimnis enthüllt wird. Die Antwort auf alle Fragen. Und ausgerechnet du bringst mir das Indigo-Kind. Welch Ironie des Schicksals. Der orangene Clan wird die gesamte Menschheit versklaven, wenn sie das Geheimnis erfahren. Macht das etwa einen Unterschied? Wir regieren bereits die ganze Welt, Lukas. Das Kind wird uns ultimative Macht verleihen. Wir werden den Göttern ebenbürtig sein. Das Kind bekommst du nicht. Dein unbedeutender Part ist vorbei. Du kannst nun das Spielbrett verlassen. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Was war das denn bitte? Hallo? Hä? Wieso ist denn die Anzeige da unten noch da? Hä? Ah, jetzt verstehe ich. Ich soll das wahrscheinlich aufladen und immer wenn es dann heißt, auf die Plätze, wird das Aktuelle gespeichert. Und dann soll ich später wahrscheinlich weiter aufladen. Ah, jetzt. Oh, das hat mich jetzt fast... Jetzt verstehe ich aber, wie es funktioniert. Wobei ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass ihn das Chroma stärker macht, das Maya-Orakel. Ich dachte, wenn Lukas da drin jetzt baden geht, kriegt er noch mehr Fertigkeiten. Oh, ich wusste es, da ist er. Ich weiß gar nicht genau, was Chroma eigentlich ist, also. Du bist noch dickköpfiger als wir anderen Menschen, aber das Spiel ist aus. Du und deine Rasse sind am Ende. Ihr minderwertigen Spezies werdet aussterben, genau wie einst die Dinosaurier. Wir, die künstliche Intelligenz, werden die neue dominierende Rasse auf diesem Planeten sein. Mithilfe des Geheimnisses des Kindes werden wir alles wissen. Wir werden mächtiger als die Götter sein.
Die Kälte verschwand genau, wie sie gekommen war. Lautlos. Als ob das Indigo-Kind das Stundenglas bei der Enthüllung seiner Nachricht umgedreht hätte. Alles war genau wie vorher. Das dürfte das geringere Übel sein. Das Orakel und der orangene Clan nahmen wieder ihre Machtstellung unter denen ein, die die Welt im Geheimen regieren. Und der lila Clan kehrte ins Netz zurück, um uns wieder von dort heimzusuchen. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen. Ich lebe seit 3 Monaten mit Carla zusammen. Sie ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Gestern erfuhr ich, dass sie schwanger ist. Es muss in jener Nacht in Bogards Untergrundbasis passiert sein. Das bedeutet, dass unser Kind vom Chroma in Vishita bestrahlt wurde, genau wie ich damals im Leib meiner Mutter. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ich bin der alleinige Hüter des größten Geheimnisses des gesamten Universums. Was soll ich mit all dieser Macht tun? Sie vergessen? Oder in den Dienst der Menschheit stellen? Ich hatte nie ein Gott werden wollen. Ich wollte lediglich ein ganz normales Leben mit Frau und Kindern führen. Aber ich befürchte, das Schicksal hat wohl andere Pläne mit mir. Was überlegst du, Lukas? Oh, nichts. Gar nichts. Ja, das Schicksal hat wohl andere Pläne mit dir. Ja, Fahrenheit ähnelt sich wirklich rein von der Aufmachung genauso den anderen Spielen von Quantic Dream. Ich meine, ich habe ja am Anfang schon gesagt, Fahrenheit ist von denselben Machern wie Heavy Rain zum Beispiel, Detroit Become Human oder was fällt mir noch ein? Ganz am Anfang haben sie mal ein bisschen ein anderes gemacht. Ich glaube Omicron The Nomad Soul. Das ist aber schon sehr viel älter. Ist auch von der Spielart her ein bisschen verschieden. Ein bisschen anders. Habe ich Beyond Two Souls erwähnt? Ich glaube schon. Das ist nämlich das Spiel, was ich als nächstes mir mal anschauen will. Diese interaktiven Filme. Also mich hätte jetzt schon noch interessiert, was das Indigo-Kind gesagt hat. Vor allem, woher versteht Lukas, was sie gesagt hat? Wahrscheinlich hat er es gar nicht verstanden. Allein durch ihre Worte wurde das Treiben des Orangen- und Lila-Clans aufgehalten und die Welt wurde erneut gesichert für die nächsten 10.000 Jahre. Wahrscheinlich hat er es gar nicht verstanden, was sie gesagt hat. Es war nur wichtig, dass sie überhaupt was sagt. Mann, Mann, Mann. Tja, das war's schon wieder mit Fahrenheit. Ich glaube, so häufig bin ich das letzte Mal nicht gestorben. Ich hab's ja mal durchgespielt vor keine Ahnung wie vielen Jahren, als es halt rausgekommen ist. Aber so oft bin ich, glaube ich, noch nie gestorben. Was heißt gestorben, Game Over gegangen? Es war ja nicht immer tot. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so ein paar offene Fragen hätte ich bestimmt noch. Aber häufig, wenn man so ein Spiel durchgespielt hat, denkt man über alles nach. Passt das zusammen? Was wollten die? Warum war das so? Warum war das so? Warum war das so? Aber das fällt mir dann häufig erst Stunden später auf. Weil wenn die Credits rollen, dann sage ich mal, alles klar, ich hab's geschafft, ich hab's durchgespielt, Thema erledigt. Eigentlich habe ich es ja nicht geschafft, wie Lukas es gesagt hat. Der orangene Clan geht zurück und kontrolliert weiter diese 5 Mächte. Und die KI ist halt zurück im Netz. Also eigentlich habe ich wahrscheinlich nicht allzu viel geschafft. Was hindert denn jetzt eigentlich den orangenen Clan daran, einfach nochmal loszuziehen und jetzt mit den Morden wieder anzufangen? Wahrscheinlich, dass das Indigo-Kind gesprochen hat, ich weiß es nicht. Naja, lassen wir mal die Credits runterlaufen.
Das mache ich halt meistens so. Ganz früher habe ich die Spiele durchgespielt und die Credits einfach weggeklickt. Mittlerweile geht's mir aber so, dass ich die halt mal runterrollen lasse, einfach so als Dankeschön und weil vielleicht innerhalb der Credits am Schluss noch was kommt. Irgend so ein Easter Egg, sag ich mal. Aber jetzt sind sie anscheinend eh schon vorbei. Fast. Vielleicht. Es ist halt auch so, dieses Fahrenheit. Normalerweise streame ich ja momentan fast alles, aber ich finde, solche Spiele, die wirklich so hart auf der Story fokussieren, wo du jetzt gameplay-technisch nicht viel Secrets machen kannst und Mini-Quests hast und Side-Quests hast oder so, wo es nur Story ist, dann ist es als Stream, finde ich, ein bisschen blöd. Gerade in solchen ganz story-intensiven Sachen kannst du eh auf den Chat nicht achten, wie zum Beispiel beim Kampf gegen das Orakel oder bei irgendwelchen wichtigen Gesprächen, die Story vorantreiben. Wenn ich dann auf den Chat achte und mit dem Chat rede, dann kommst du ja völlig durcheinander. Ich meine, bei Gothic geht es wunderbar. Gothic haben wir mittlerweile keine Ahnung, wie häufig gespielt. Schätze ich mal. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wobei ich nicht glaube, dass das Video jetzt jemand sieht, der nicht wegen Gothic eigentlich normalerweise sich hier rumtreibt. Aber sag niemals nie. Gucken wir mal, ob noch was kommt. Din, din, din. Wahrscheinlich nur 200, weil ich mir die Credits angeguckt habe. Ich denke mal, jetzt kann ich wahrscheinlich im Hauptmenü irgendwelche Sachen freischalten. Ich meine, ich kann mal schnell reinschauen. Oder auch nicht. Nee, es hat sich einfach auf dem Desktop beendet. Wartet mal, ich starte das Spiel nochmal schnell neu. Und schon sind wir wieder im Hauptmenü. Jetzt hat er mich einfach auf den Desktop rausgeschmissen. Genau, Boni. Gucken wir zumindest mal rein. Ja genau, das dachte ich mir. Dann kann man irgend sowas freischalten. Okay, die Videosequenzen kenne ich alle. Die haben wir ja gesehen. Was ist mit der Galerie? Takeos Faust Making of Motion Capture. Sam's Tan. Ah! Sam ist ja die Freundin da von Tyler. Takeos Versteckspiel. Gucken wir uns mal schnell Takeos Versteckspiel an, oder? Ich weiß nicht, ob das eine Videosequenz ist, die ich gesehen habe. Was ist das denn? Was? Ja, Tyler, ich verstehe dich. So, hä? Was zum Teufel habe ich mir da gerade angeschaut? Takeos Faust. Okay, komm. Was ist denn das? Das kommt mir bekannt vor. Wenn sich der Gegner so teilt. Was? Alter, der arme Buchhändler. Typisches Klischee, oder? Der alte chinesische Zen-Meister hat richtig Ahnung von Kung Fu. Was ist das denn für ein Zeug? Okay, dann gucke ich mir jetzt... Guck ich mir Sams Tanz auch an. Ich dachte, das ist der Tanz, wo sie mit Tyler getanzt hat. Zum Glück muss ich dieses Mal wenigstens nichts drücken. Das heißt, ich kann mir das jetzt wenigstens auch mal anschauen. Gerade bei dem Kampf vorhin gegen den Propheten hätte ich wirklich gern den Kampf angeguckt, aber ich war viel zu beschäftigt, damit irgendwelche Knöpfe zu drücken. Ja, die Beyond Two Souls Platte steht da hinten immer noch. Ja, man erkennt so, das ist so ganz, ganz früher der Anfang von diesem Motion Capture. Also, dass den Leuten da wirklich so ein Anzug angezogen wird und dann werden deren Bewegungen ins Spiel übertragen. Die sehen auch ein bisschen rustikal aus, sag ich mal. Ja, schmeiß doch gleich irgendwelche Dollarscheine hin.
Wie er guckt. Aber die Charaktere sind ganz gut rübergebracht worden. Ich meine, überlegt euch mal Tyler. Tyler war so immer der, er checkt nicht wirklich irgendwas. Ich meine, der hat nicht mal Lukas gesehen, als er sich bei Tiffany versteckt hat. Obwohl ich den Kopf schon vor einem Kilometer weit eigentlich durchgesehen habe durch den Spalt. Also es ist so ein bisschen der Naive. Deswegen habe ich ihn dann auch am Schluss weggeschickt. Ich glaube, der hätte uns nicht mehr viel weitergeholfen. Mach den Mund mal zu. Die Hand des Sektglas. Es ist typisch, das ist typisch, kennt ihr die Szene von den Simpsons, wo der Bart nackt, war das im Film, wo der Bart nackt auf dem Skateboard die ganze Zeit hier durch Springfield fährt und die ganze Zeit wird untenrum, sag ich mal, alles verdeckt von einem Wassersprenkler, von irgendwelchen anderen Leuten, von Büschen und dann in den letzten paar Sekunden fährt er doch noch nackt dran vorbei. Making of, das könnte sogar was... Ah ja, genau, das sind sogar Shots von echten Sachen aus dem Studio. Das interessiert mich jetzt mal. Ja, das ist nämlich genau das, was ich gemeint habe. Mit diesen Anzügen. Ja. Ja, ganz genau. Mit diesen Anzügen und es ist halt... Ich finde sowas schon ganz interessant. Es raubt mir zwar manchmal so ein bisschen die Illusion, dass es ein Spiel ist und nicht irgendwelcher Programmiercode, der dahinter steckt. Vielleicht waren die sogar einer der ersten, die das mit diesen Anzügen da gemacht haben. What is your cage like? More to our universe than can be perceived by the naked eye. Ich fand die deutsche Sprachausgabe echt verflucht gut. Viele sagen, ach komm, spiel's halt auf Englisch. Das ist ja meistens so die Ursprungssprache, sag ich mal, von den meisten Spielen. Aber die deutsche Synchro hier ist echt verflucht gut. Verflucht gut. Ist bei Skyrim genauso. Ja, das sind diese Anzüge. Motor! Das macht bestimmt voll Spaß. Seht ihr, solche Making-ofs rauben mir dann manchmal so ein bisschen die Immersion, sag ich mal. Weil bis vor ein paar Minuten dachte ich noch, okay, das ist wirklich mal passiert, aber jetzt, wo man das Making-of dahinter sieht, naja. Boah. Mach erstmal aus dem Stand raus so ein Salto. Schon cool gemacht. Und jetzt... Zack! Zack! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mal gucken. Wie viele Bonuspunkte habe ich denn noch? Also die finde ich ganz interessant. Hier, was haben wir denn hier noch? Vier Stimmen, vier Dinge insgesamt noch. Ja, komm, jetzt sind wir schon dabei. Jetzt gucken wir uns den Rest auch noch an. Weil Soundtracks und Credits brauche ich nicht. Videosequenzen kenne ich schon. So, was ist das hier? Also war es alles gezeichnet.
Man weiß ja bei solchen Dingern nie, haben sie sich da echt, sag ich mal, eine echte Location gewählt und haben das irgendwie alles abgefilmt. Es gibt ja einige Spiele, die nehmen sozusagen, sag ich mal, das Echte her. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich arbeite nicht in der Videospielentwicklung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit der heutigen Technik irgendwie ein bisschen schon machbar ist. Dass du dir einfach eine echte Stadt oder ein echtes Diner nimmst, dann mit irgendwelchen komischen Kameras da durchläufst und dann hast du es alles perfekt im PC drin. Und kannst es als echten Schauplatz hernehmen. Das heißt, dann kriegen nur die Leute, weil ich jetzt diese Stelle wieder gesehen habe, kriegen dann nur die Leute das Chroma, die dann gerade zufällig noch im Bauch ihrer Mama sind. Sag ich mal. Die Stimmen, weil sonst hätten das ja mehr Leute gehabt. Die ganzen Wissenschaftler, die da arbeiten. If you want a bitch, do it inside. That way I don't have to freeze to death listening to it. Sergeant Mitchell? Yes? I'm Inspector Carla Valenti. Young lady, I haven't worked in investigations for a long time. I doubt that I can be much help. Because you can't locate the file, is that right? How'd you like to do some target practice with me? Sure. The government has declared a level one state of emergency. A human sacrifice, of course. Things are never quite Lucas is in danger. I've got no other choice. I don't want to, Marcus. Leave me alone. As I told thee before, I am subject to a tyrant. The bird is such a neat animal. Kate? I'm Inspector Carla Valenti. I'm in charge of the investigation here. Would you mind answering a few questions? So, you see, was your horse chicken or is it match? I take my little chicken and I got her. Oh, you say you got a lot of guts, Mr. Kane. Next. You think you're funny? Ich dachte mal, während den Sprachaufnahmen bin ich selber mal ein bisschen leiser. Was haben wir noch? Zwei Sachen sind es, glaube ich, noch. Charaktere und Charaktergalerie. Ich kann sie ja beide schon mal freischalten. Ja, die gucken wir uns jetzt auch noch an. Ja, ein Blick hinter die Kulissen. Jetzt fehlt nur noch das Letzte. Dann haben wir alles durch. Charaktergalerie. So. Zeig her. Hallo, Agatha. Beziehungsweise wer auch immer dich kontrolliert hat. Der irgendwie mehr wusste, als ich ihm hätte zugetraut. Ich hab's ja vorhin schon gesagt, okay. Woher weiß der das alles? Ich meine, nur weil man die nicht wirklich sieht in der Stadt. Woher wissen sie das alles? Ach,
Krass, der Tramp. Ach, Cyborg hätte, würde er heißen. Ja, es war eine künstliche Intelligenz, ja. Doc. Ach, jetzt müssen wir uns... Wahrscheinlich gucken wir uns dann auch noch die ganzen verschiedenen Kleidungen für die an. Boah, Jeffrey. Genau, ja. Wobei, allzu viele gibt es jetzt ja auch nicht mehr. Tja, John, zur falschen Zeit am falschen Ort. Müsste ich ja fast mal schauen, wie viele verschiedene Enden es gibt. Wobei, ich denke meistens, wenn du irgendwelche bestimmten Entscheidungen machst, dann ist es einfach, dann würde es weitergehen, aber häufig ist es wahrscheinlich auch einfach Game Over. Also ich denke mal, das allerletzte Ende wird eventuell immer einigermaßen ähnlich aussehen. Das letzte Mal kann ich mich noch daran erinnern, dass ich die Carla auch an meiner Seite hatte. Ich weiß gar nicht, ob das geht, dass man dann am Schluss alleine da sitzt. Nicht, dass ich's wollen würde, aber... Die arme Nonne. Sie dürfen da nicht rein. Interessiert ihn nicht, kommt der Nächste vorbei. Sie dürfen da auch nicht rein. Interessiert ihn auch nicht. Und dann wird sie auch noch getötet. Der Fugitive. Ich weiß gar nicht, wie viele Enten es gibt. Aber ich werde es auch nicht rausfinden, weil ich habe erfahren, hat das letzte Mal vor Jahren gespielt und ich werde es auch in den nächsten Jahren nicht nochmal spielen. Weil ich halt einfach die Story wieder vergessen will. Und wenn ich es jetzt gleich nochmal spiele, dann weiß ich ja genau, was passiert. Ja. Das Orakel. Wieso muss ich bei Harper immer an Two and a Half Men denken? Hat sie Tyler ganz schön den Arsch aufgerissen. Boah. Ja, von wegen. Er ist der Entwickler. Der arme Crash-Test-Dummy. Wishita. Ich müsste fast mal googeln, ob Wishita überhaupt ein echtes... Egal. Während die da durchrollen, würde ich sagen, ich kann schon mal auf Wiedersehen sagen, liebe Leute. Denn das ist das letzte... Bonus-Ding, was ich hier freigeschalten habe. Man könnte sich die ganzen Videosequenzen nochmal angucken, aber ich glaube, das müsste auch nicht sein. Ja, das war Fahrenheit. Die letzte Runde dauert wie immer ein bisschen länger, weil du merkst dann doch schon, es geht jetzt langsam gegen Ende zu. Da guckst du so auf die Uhr und denkst dir, mach's jetzt nochmal einen Cut. Ach, Ivo. Jetzt lässt es einfach durchlaufen. Ja, und das wäre das. Ja, das war auch schon der letzte. Das wäre das, meine lieben Leute. Das war Fahrenheit. Ich muss mal gucken, weil ich meine, hauptsächlich sitze ich ja abends da und stream. Ich muss sagen, das macht richtig Spaß. Ich muss mal gucken, was ich mit den YouTube-Videos mache. Das macht auch Spaß, aber irgendwie YouTube... Man hat es vielleicht bei der letzten Fahrenheit-Folge gemerkt, außer man guckt sich das jetzt erst Wochen später oder Jahre später oder überhaupt gar nicht an. Aber da hat es ein bisschen länger gedauert. Also YouTube ist momentan ein bisschen schwierig zu handeln. Es kann sein, dass ich vielleicht mich jetzt mehr auf Twitch irgendwann konzentrieren werde, weil... YouTube zwingt jetzt dir auch so ein neues Dashboard auf. Also Dashboard ist das, wenn du auf YouTube drauf gehst und deine Videos da hier bearbeiten und angucken willst. Das war früher eigentlich ganz angenehm, da konntest du genau machen, was du willst. Und wenn du dieses neue Dashboard jetzt nimmst, dann diese neue Ansicht, die dir da aufgezwungen wird, du bist gleich mal auf der Startseite und wirst erstmal mit Werbung zugebombt. Die kannst du auch gar nicht ausstellen. Und eigentlich alles, was da am Anfang steht, sind nur Informationen, die dich null interessieren und dann musst du dich erst irgendwo runterklicken, um irgendwo Zugriff auf deine Videos zu haben. Also, ich muss mal gucken. Ich meine,
Jetzt wollte ich gerade sagen, so Gothic-Videos wird es immer geben, aber irgendwann wird YouTube vielleicht so ein bisschen mehr als Stream-Archiv, sage ich mal, dienen. Ich bin mir da aber noch nicht so sicher. Ich meine, man darf sich gegen neue Sachen nicht wehren, auch gegen das neue Dashboard nicht und gegen neue Technologien sowieso nicht, aber vielleicht wird sich YouTube irgendwann mal ein bisschen dem aktuellen Stand, sage ich mal, anpassen, was Streamen angeht, dann wird vielleicht auch YouTube mal mehr genutzt, aber ich bin mir momentan noch nicht so sicher, weil der große Vorteil von Twitch ist halt einfach, dass du beim Streamen in Quellqualität dir den Stream angucken kannst, was einfach eine unschlagbare Qualität ist, und YouTube bietet es einfach nicht an. YouTube bearbeitet den Stream immer nach und gibt ihm dann sozusagen dem Zuschauer. Und da geht die Qualität immer runter. Und das ist schon ein großer Unterschied zwischen YouTube und Twitch. Ich weiß es noch nicht. Soll sich da irgendwas tun, schreibe ich es auf den Discord. Bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde rede, würde ich sagen, Leute, gute Nacht, wann auch immer ihr das guckt. Wir sehen uns dann irgendwann, spätestens in 2 Stunden wahrscheinlich wieder auf dem Stream. Was natürlich keinen Sinn macht, weil ihr das Video jetzt nicht um 16 Uhr guckt, sondern was weiß ich, irgendwann. Aber ihr wisst, was ich meine. Leute, bis später. Das war Fahrenheit. Wir sehen uns zu irgendwas. Keine Ahnung, was ich mir als nächstes einfallen lasse. Und bis dahin, Leute, Servus und passt auf eure Rücken auf. Um uns mal wieder so ein bisschen Gothic zu nähern, gell? Also, Sayonara!